Titel, wie gesagt, Konfliktmanagement im Kontext des Ressourcenfluches. Also da werden wir heute zu Gold vor allem reden, weil dazu arbeiten wir auch als IRENE. Ich wurde schon präsentiert, ich bin Fachkraft, Friedensfachkraft von IRENE im Sahel mit Sitz in Niger, in Niamey. Wir arbeiten mit drei Ländern, Burkina Faso, Mali und Niger. Und darum wird es auch gehen in diesem Vortrag. Zunächst einmal werde ich kurz den Kontext ein bisschen zeigen, um gewisses Verständnis für die Länder oder die Region, in denen wir arbeiten. Wenn wir die Flächen zum Beispiel nehmen, hat Mali 1.240.000 Quadratkilometer. Niger hat 1.268.000 Quadratkilometer. Burkina Faso hat 274.200 Quadratkilometer. Also im Verhältnis zu Deutschland zum Beispiel würde man sagen knapp achtmal Deutschland und viermal Frankreich. Also von diesen Ländern ist die Rede hier. Und sozial, da habe ich mit verschiedenen Quellen hier gearbeitet. Mali zählt ja zu den 25 ärmsten Länder der Welt. In Niger hat man auch mit eine Quote von 7,9 Kinder pro Frau. Und manche Quellen reden auch von 189. ärmsten Land dieser Welt. In Burkina Faso ist die Rede von 14. von der 25. ärmsten Länder. Und wir haben dort mit einer Bevölkerung zu tun, die jünger als 18 Jahre alt ist, also 60% der Bevölkerung. Da sieht man schon, welchen sozialen Kontext wir dort haben. Politisch und wirtschaftlich hat man auch in den drei frankophonen Ländern, von denen die Rede hier sein werde, mit einer zentralisierten Regierungsform zu tun. Und wir haben in der Regel einen Stadtpräsident, die zentrale Figur im politischen System ist. Die Währung bleibt weiterhin die französische Kolonialwährung, CFA, deren Reserve bei der Zentralbank in Frankreich weiterhin bleibt. Also es gibt im Moment Gespräche, Abkommen, die mit der Hoffnung verbunden ist, dass das künftig geändert wird. Der informelle Sektor beschäftigt zum Beispiel in Mali knapp 80% der Bevölkerung und der handwerkliche Goldabbausektor beschäftigt 200.000 Menschen. Mali ist allerdings vierter größter Goldexporteur in Afrika und 19. weltweit. Und Gold allein macht 61,4% der Exportprodukte von Mali allgemein. Und da haben wir auch mit Konfliktzonen zu tun. Wenn man hier sieht, diese roten Kreisen sind ja die Ecken in der Region, wo die Konflikte allgemein noch toben. Man kann schon merken, dass die Hauptstädte etwa geschont bleiben mit ab und zu Terroranschlägen. Ouagadougou, Bamako, Niamey, also die drei Hauptstädte sind weitgehend geschont. Aber die Region allgemein ist mit Unsicherheit, Risiken noch verbunden.
Und wenn man jetzt abschließend diese Kontextanalyse jetzt gesehen hat, geht es darum, wie Konfliktmanagement in der Region von IRENE, die Friedenschristliche Internationale Friedensorganisation, mit dem ich arbeite, macht, jetzt mit Fokus auf Gold, weil wir ja zu Beginn von Ressourcenflucht gesprochen. Und da sieht man eindeutig an den Beispielen, die ich jetzt gezeigt habe, 61% der Produkte, die exportiert werden, sind dann Gold. Also das heißt, sehr viel von dieser Natur oder Bodenschätze, das Land ohne dort verarbeitet zu werden, das Land verlassen. Ab jetzt würde ich einfach vorschlagen, Notizen zu machen, sodass wir dann nach der Präsentation auf Fragen eingehen. In erster Linie werden wir jetzt sehen, um welche Konflikte es allgemein bei der Goldförderung gibt, wer die Beteiligten sind, wie werden mit den Konflikten umgegangen, was zivil Konfliktbearbeitung im Goldsektor ja, macht und welche Nachhaltigkeit im Bereich der Entwicklung damit verbunden werden kann, die Grenzen der zivilen Konfliktbearbeitung und möglicherweise einige Perspektiven, die wir oder die ich zumindest blicken kann. Und dann die Quellenausgabe, die eigentlich eine Auswahl ist. Die Goldförderung beschäftigt nicht nur internationale Konzerne. Ja. Wenn wir zum Beispiel Mali nehmen, haben wir 12 industrielle Minen, die zum Beispiel 51 Tonnen im Jahr Gold aus dem Land schöpfen. Wir haben auch lokale Akteure, also handwerkliche Minen, die 4 Tonnen pro Jahr auch aus der Erde nehmen. Also wenn man das vergleicht, 51 Tonnen zu 4 Tonnen, da sieht man schon den Unterschied, welche Menge die Industrieminen aus dem Land nehmen. Und natürlich versuchen lokale Akteure, die allgemein diese handwerklichen Minen betreiben, auch ihren Teil vom Kuchen zu haben. Aber diese bringen in der Region Umweltkonflikte, mit denen man zu tun hat, also Ackerland, Eigentum, Recht und Entschädigung, Trinkwasserverschmutzung, Ackerländerverschmutzung durch chemische Produkte wie Cyaniden oder Quecksilber, Entwaldung, Bodenerosion, also Mali zum Beispiel, 5% des Jahresumsatz der Industrien soll ja eigentlich in die Entwicklung der lokalen Orte, wo diese Gold gefördert werden, fließen, was allerdings nicht unbedingt der Fall ist. Die sozialen Konflikte sind auch da zu beobachten, also Zerstörung zum Beispiel sozialer Beziehungen, Banalisierung sozialer bzw. gesellschaftlicher Regeln oder Ordnung, zum Beispiel Drogen, Alkohol, Konsum, Prostitution und solche Dinge. Schulabbruch auch gehören zu diesen Konflikten. Rechtliche Konflikte, zum Beispiel Mangel an Kenntnisse der Gesetzregelung um die Goldförderung bzw. Informationsmangel dazu, also von Seiten der Bevölkerung, die eigentlich Rechenschaft Pflicht fördern oder sollen. Es gibt auch Konflikte um Regierungsführung, unzureichende Partizipation an bindende Entscheidungsmechanismen und Verfügung über den Gewinn. Diese Konflikte, daran beteiligen sich mehrere Akteure, nicht? Also ich habe einige Hauptakteure hier im Fokus gehabt, also die Goldförderer natürlich, also ob Minen oder handwerklich und deren Mitarbeiter,
Anwohnern oder Anwohnerinnen dieser Goldbauzonen. Die lokale Verwaltungsakteure sind auch einige Akteure dieser Konflikte. Die regulatorischen Instanzen der zentralen Regierung, da denke ich an diejenigen Instanzen, die in die Lage versetzt werden, Gesetze durchzuführen oder durchführen zu lassen, und zivilgesellschaftliche Akteure, die auch eine Rolle in solchen Konfliktsituationen auch spielen. Der Umgang, Instrumente, die wir da haben, da soll vorweg schon gesagt werden, dass Ziel unserer Intervention oder die Intervention von ARENE in der Region ist zuzusehen, dass diese Goldförderung menschenrechtsfreundlicher geschieht, ja, und teilweise auch die lokale Entwicklung auch gefördert wird. Durch zum Beispiel die Ermöglichung besserer Kenntnisse der Goldförderungsmechanismen, ob rechtliche Aspekte, ob Umweltfolgen, ob Steuersystem, ob Investitionen in die Entwicklung der Gemeinden via die Modernisierung der Infrastruktur zum Beispiel. Oder zweitens die Schaffung einer Dialog- oder Beratungsrunde, um Konflikte gewaltfrei lösen zu können, also Konflikte, die immer wieder entstehen, gewaltfrei lösen zu können. Oder halt auch die Kompetenzstärkung der Akteure in Methoden der gewaltfreien Konfliktbearbeitung. Das sind die Instrumente, die die Organisation ARENE mit den Partnern vor Ort nutzt, um Konflikte in dem Sektor gewaltfrei lösen zu können. In allen unseren Interventionsregionen, also Mali, Burkina Faso und Niger, haben wir Beratungsgremien unterstützt, geschult, die mehr als unsere Erwartungen getroffen haben. Einige Beispiele hier als erstes Beispiel kann man diese Bissa Gold in Burkina Faso, es ist eine industrielle Minenförderungsfirma, die mittlerweile in die lokale Entwicklung investieren, also Gesundheitszentren werden gebaut, Energieversorgung, da wird darin auch investiert. Die Dialog- und Beratungsgremien werden da nochmal in Mali oder in Burkina Faso von sozialen, von lokalen Verwaltungsbehörden für Konfliktbewältigung gebeten und somit auch offiziell anerkannt. Und da sieht man immer wieder, wie die Akteure durch unsere Intervention sich bemühen, für alle Konflikte, die in diesen lokalen Verwaltungsregionen geschehen, miteinander ohne großen Gewalt zu lösen. Allerdings die Nachhaltigkeit einer Entwicklung, und da ist ja der Politologe, der jetzt hier redet, ist nur möglich, wenn lokale Akteure, vor allem staatliche Akteure, diese zu eigen machen. Und genau darin sehe ich den Haken. Wenn ich jetzt an diesen Militärputsch in Mali im August 2020, also das allerdings ein Déjà-vu ist, denke, habe ich das Gefühl, dass es dauert noch eine Weile, bis staatliche Akteure diese Instrumente, die wir lokalen Verwaltungsbehörden zum Beispiel zur Verfügung stellen, zu eigen machen, um letztendlich aus dieser Situation der Misere oder diese Situation des Ressourcenfluches rauszukommen. Ja, insofern bin ich der Meinung, dass die zivile Konfliktbearbeitung hat Grenzen, weil solange wir im Sahel tätig sind, fürchte ich, dass wir viel mehr das Tropfen verhindern, dass das Wasser das Fass zum Überlaufen bringen würde. Das heißt, das Eintreten von noch gravierenden sozialen Problemen würden
gehindert. Ich habe hier ein Bild von einer unserer Partnerorganisationen, von einer Frau, die in diesem Goldsektor auch arbeitet, die hier auf dem Bild links unten gezeigt, um einfach zu signalisieren, dass Not werden zwar gelindert durch unsere Maßnahmen, aber letztendlich müssen die staatlichen Akteure alle diese Instrumente zu eigen machen, um tatsächlich ihre Länder aus dieser Misere zu nehmen. Ansonsten fürchte ich, dass wir nur das Tropfen, das Fass zum Überlaufen bringen würde, verhindern. Insofern ist die Frage, ob wir als zivilgesellschaftliche Akteure auch noch politisch aktiver werden oder wird das als Einmischung in politische Angelegenheiten dieser Länder gehandelt? Also das sind alle Fragen, die mich beschäftigen, aber hoffentlich auch andere Akteure beschäftigen würden, damit wir tatsächlich Wege finden, wie diese staatlichen Akteure vor Ort die Instrumente, die aus der Entwicklungszusammenarbeit immer wieder entwickelt werden, zu eigen gemacht werden. Um abzuschließen, möchte ich einfach über einige Perspektiven, die teilweise auch Probleme, die auf Lösungen warten, referieren. Also der Sahel, so wie der afrikanische Kontinent allgemein, hat eine sehr junge Bevölkerung. Wir haben eben das Beispiel gezeigt, 60% sind jünger als 18 Jahre alt, also in den drei Ländern, in denen wir zu tun haben. Sie sind reich an Bodenschätzen, aber die Beispiele, die ich eben auch im Vortrag gegeben habe, 61% knapp, sind ja von den Industrieminen gefördert, nur 4% für handwerkliche Akteure. Das heißt, diejenigen, die wirklich die Bodenschätze wegnehmen, das sind die großen Konzerne. Also, aber die Entwicklung dieser Länder folgt nicht unbedingt. Wenn wir Niger nehmen, außer Gold, kann man Uran auch als Beispiel nehmen von der Firma Arena, diese französische Firma, die mittlerweile Orano heißt. Es gibt aber sehr viele Dinge, die zu entwickeln gilt in diesen Ländern. Wenn wir an Infrastruktur denken, an Energie denken, an Lokalisierung sogar der Wertschöpfungskette dieser Bodenschätze, im Bildungssystem, in der Kunst, in der Technologie und so weiter, gibt es noch viele Dinge, die zu entwickeln sind, um halt diese junge Bevölkerung Alternative oder Perspektiven anbieten bzw. bieten zu können. Es gibt auch eine Diaspora, deren Rücküberweisung laut KfW-Angaben 2005 167 Milliarden US-Dollar ausgemacht haben. Also im Grunde das zweifache EZ, also Entwicklungszusammenarbeit-Gelder, die in diesen afrikanischen Ländern fließen. Und mittlerweile in allen Wirtschaftssektoren gibt es auch gute und konkurrenzfähige Köpfe, auch lokal sowie international, die eigentlich für die Entwicklung dieser Länder beitragen kann. Insofern sehe ich als Perspektive sehr viele Dinge, die ja zum Positiven entwickelt werden können, um diese Länder aus der Misere zu ziehen. Allerdings tickte die Uhr. Ja, also eben haben wir uns die guten Perspektiven angeschaut. Ja. Was nun fehlt, meiner Meinung nach, ist das eigene Schicksal in die Hände zu nehmen. Vor allem, wenn ich an staatliche Akteure denke, durch eine möglicherweise Redefinition des eigenen Entwicklungsmodells, ja, gibt es, wie soll das sein, ist das verträglich mit Sustainable Development Goals oder Nachhaltigkeitsziele, solche Dinge, und
selbst wenn diese Entwicklungsmodelle gibt, ja, wie werden die gesteuert? Von innen, von außen, ja, gemeinsam in Verbund mit internationalen Akteuren. Ich glaube, solange dies nicht geschieht, kann Arena, und da rede ich nur beispielhaft für viele andere internationale Organisationen, ob christlich oder nicht, die vor Ort aktiv sind, kann nur das tun, was ihm möglich ist, nämlich dieses Tropfen hindern. Aber die tatsächliche Arbeit muss von den Akteuren vor Ort gemacht werden, wenn sie meinen, dass ihre Länder eine Entwicklung, die sie selber tragen, gemacht werden soll. Und am Ende habe ich einfach einige Literaturangaben hier gemacht, die aus denen ich dieses Referat vorbereitet habe und auch als Mitarbeiter der Organisation vor Ort die Beobachtungen, die Berichte und so weiter, die wir haben dafür gesorgt, dieses Referat vorzubereiten. Zunächst kann ich nur mich bedanken, auch bei meinem Arbeitgeber, die mir diese Möglichkeit gegeben hat, vor Ort mir ein Bild zu machen. Obwohl ich selber ursprünglich aus Togo komme, ist mir nicht unbedingt die Sahara-Region vorher bekannt. Durch diese Arbeit habe ich einige Dinge dazu mehr gelernt, um jetzt grob am Ende zu sagen, ja, Ressourcenfluches gibt es noch, aber wenn staatliche Akteure vor allem vor Ort sich die Entwicklungsinstrumente, die Jahrzehnten jetzt entwickelt worden sind, zu eigen machen, kann man tatsächlich aus der Misere in diese Länder kommen. Ich bedanke mich und freue mich auf die Fragen, die bald kommen werden. Dankeschön. Vielen Dank, Emmanuel Noglo, für den Vortrag mit vielen Eindrücken. Und wir haben jetzt noch so eine halbe Stunde Zeit, um Fragen zu stellen und Fragen zu beantworten. Ich würde vorschlagen, damit wir einfach ein bisschen einen Überblick bekommen, welche Fragen da sind, dass Sie die einfach vorher im Chat kurz ankündigen, wenn einfach mehrere Fragen gleichzeitig da sind, damit wir die einfach gut anmoderieren können. Vielen Dank dafür. Und genau, wenn Sie oder ihr die Fragen nicht per Mikrofon stellen möchten, können Sie die natürlich auch über den Chat stellen. Wie das ist, es ist ja manchmal, dauert es ein bisschen, bis Fragen kommen. Deswegen würde ich einfach mal mit einer einsteigen. Du hattest jetzt am Anfang Zahlen gezeigt, dass einfach ein sehr überwiegender Teil der Goldförderung von Konzernen industriell gefördert wird und ein relativ kleiner Anteil handwerklich. Wie ist da das Verhältnis zwischen Industrie und handwerklichen Förderern, Fördererinnen? Ja, also das Handwerkliche ist sehr gering, das ist klar, obwohl man zum Beispiel 12 industrielle Minen hat und 312 handwerkliche Akteure unterwegs hat, sieht man schon die Relation 4 Tonnen, ja, also gegen mehr als 50 Tonnen jährlich. Also das heißt, die Relation ist relativ groß. Und das heißt, das Geld auch, die aus diesen Ressourcen eigentlich kommt, ist viel höher, also von Industriellen als handwerkliche Akteure. Allerdings sind die handwerklichen Akteure die staatlichen oder lokalen Akteure kämpfen sich nochmal weiterhin durch, um eine gute Regulation, ja, in dem Bereich zu haben, weil im Grunde müsste man das so sehen, dass sobald
Gold irgendwo von diesen handwerklichen Akteuren auch entdeckt wird, rennen alle Füße hin, bis die Stadt oder die lokale Verwaltungsakteure dahin kommen, sind schon einige Schaden entstanden. Und da wiederum muss man sagen, dass die industriellen Akteure viel mehr Regeln, also an viel mehr Regeln gebunden sind als handwerkliche Akteure. Allerdings diese Regulierungen auch, die industrielle Akteure mehr oder weniger die Hände festbinden, sind auch nicht so systematisch respektiert. Und im Falle, in dem sie respektiert werden, gehen sie viel mehr den zentralen staatlichen Akteuren als die lokalen Akteure vor Ort. Ich gebe ein banales Beispiel. Laut Gesetz in Mali bekommt der Staat zum Beispiel 85%, ja, also der Geldeinnahmen gegen 15% für die lokalen Akteure oder die Regionen, aus denen selbst diese Gold gefördert wird. Und auch das, was eigentlich zurück dahin fließen soll, da müssen zivilgesellschaftliche Akteure lange sich kämpfen, damit teilweise diese Gelder auch rücküberwiesen werden. Insofern, verhältnismäßig denke ich, dass, obwohl man auch sehr viele handwerkliche Akteure unterwegs hat, haben viel mehr die industrielle Akteure das Sagen. Und profitieren auch tatsächlich viel mehr davon. Vielen Dank. Wahrscheinlich hast du gesehen, es kommen gerade ganz viele Fragen rein. Ich würde die jetzt einfach so nach und nach vorlesen und genau, du kannst dann auch dann darauf antworten. Von Sabine Kohlmann kommt die Frage, wie Sie die Chancen einschätzen, dass es gelingt, den postkolonialen CFA abzuschaffen und die Währung zu regionalisieren. Also ich sehe eigentlich die Chancen sehr, sehr groß. Also es sei denn, die staatlichen Akteure vor Ort, mit den internationalen Verbündeten offen in den Konflikten laufen wollen. Weil ich sehe ja, also das ist meine Beobachtung, sehr viele Ressentiments vor Ort, vor allem von jungen Menschen, die auch die Mehrheit der Bevölkerung jetzt in diesen Ländern machen. Ich sehe ja sehr viel Ressentiment da, die viel mehr Demokratie fördern, viel mehr Freiheit fördern, viel mehr Partizipation an Entscheidungen fördern. Nur haben wir noch Präsidenten wie von der Elfenbeinküste oder aus Guinea, die, selbst wenn sie 80 Jahre alt sind, weiterhin kandidieren wollen, also sich fest an die Macht klammern. Aber Länder, die keine dauerhafte Perspektive von dieser jungen Bevölkerung garantieren geben wollen, laufen meiner Meinung nach die Gefahr, immer wieder Konflikte auch mit Gewalt teilweise gebunden lösen zu müssen in der Zukunft. Insofern, da sehe ich eher als Chancen, also wenn diese staatlichen Akteure tatsächlich Lösungen anbieten wollen, dass sie halt vernünftig agieren würden. Also insofern ist es möglich, dass die Dinge sich ändern. Und Frankreich ist sogar mittlerweile offen dafür und die Verhandlungen laufen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Zusammenarbeit soll dahin gehen, dass an diese junge Bevölkerung weiterhin gedacht wird. Also perspektivisch jetzt. Ja, vielen Dank. Camila bedankt sich für den spannenden Vortrag und möchte nochmal zu der Rolle der Diaspora nachfragen und zu den Rücküberweisungen in dem Zusammenhang und bitte darauf mal genauer einzugehen, was damit gemeint ist.
Also es ist so, dass viele, also als Diaspora bezeichnet man diese Afrikaner, die ihre jeweiligen Länder verlassen haben, aus welchen Gründen auch immer, also vor allem wirtschaftlich und in Industrieländern wohnen und aber sich ihren jeweiligen Herkunftsländern verbunden fühlen. Und immer wieder überweisen sie Gelder zurück in ihre Heimatländer, um die Familienmitglieder oder in Projekte zu investieren, also Familienmitglieder zu unterstützen oder in ihre eigenen Projekte zu investieren. Nur, um dann auf diese Frage zu antworten, nur das Problem ist, die Rücküberweisungen sind in der Regel nicht so organisiert, dass sie zwingen in die Entwicklung ihrer jeweiligen Länder investiert wird. Ja, also da wird zum Beispiel eine Familie dadurch ernährt oder ein Haus gebaut, also für denjenigen, der das Geld zurücküberwiesen hat. Aber es ist ja nicht so systematisch organisiert, dass es in diversen verschiedenen Sektoren einfließt, um an der Entwicklung dieser Länder aktiv zu partizipieren. Und deswegen, zwar gibt es Rücküberweisung, aber es ist nicht so systematisch oder gut organisiert, dass man tatsächlich auch daraus eine Entwicklung, also in der Entwicklung dieser Länder investiert oder investieren kann. Und deswegen vielleicht als Perspektive für die Zukunft müsste man gemeinsam mit den staatlichen Akteuren vor Ort überlegen, wie kann man diese Rücküberweisung, ob Steuern dazu gezahlt werden sollen, die aber wiederum für die Entwicklung der jeweiligen Länder benutzt werden. Aber jetzt ist es nicht so systematisch. Danke für die Antwort. Wir bleiben international. Horst Butz möchte wissen, woher denn industrielle Goldförderer kommen, also wo die ihre Firmensitze haben. Ah ja, also meiner Kenntnis nach sind einige russische Firmen unterwegs, eine kanadische Firma ist auch da, Chinesen sind auch stark da, also mit ihren industriellen Akteuren, die vor Ort agieren. Wohin jetzt das alles verkauft wird, da kann ich wenig dazu sagen. Es gibt aber Studien teilweise von unseren Partnerorganisationen, die vor Ort tätig sind, die immer wieder Institutionen mit Institutionen gemeinsam wirken, um tatsächlich auch hinterher zu kommen, wohin eigentlich diese Goldförderung letztendlich hingeht und was Transparenz auch angeht, wer zahlt wie viel, für was, damit die Gelder tatsächlich auch transparent für die Entwicklung benutzt werden. Aber außer diese Staaten, die ich jetzt genannt habe, ist schwierig dahinter zu kommen, was alles da genau geschieht. Danke. Dann haben wir noch einen Hinweis von Anedore zum Ressourcenfluch, dass ist ein Aspekt davon ist, dass nicht genug eben in die Infrastruktur der betroffenen Länder investiert wird. Und dass es aus ihrer Sicht wichtig wäre, bei der so einer jungen Bevölkerung wie im Sahel in Bildung Investitionen notwendig wären. Und sie fragt, was dafür bereits getan wird. Und vor allem fragt sie auch nach der Rolle der Zivilgesellschaft, also was die da tut, um auf eine Verbesserung hinzuwirken. Also alle Akteure mittlerweile, ob zivilgesellschaftlich oder staatlich, haben mittlerweile festgestellt,
dass es wichtig ist, in der Bildung zu investieren. Allerdings sind Industrielle in erster Linie nicht da, um die jeweilige jungen Bevölkerungen weiterzubilden. Also in erster Linie sind sie da, um an Gold, an Uran und an alle Mögliche heranzukommen. Und deswegen komme ich wieder zurück zum Ende meines Vortrages, wo ich gesagt habe, wichtig ist jetzt, dass alles, ja, weil es wurde so viele Dinge im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit entwickelt, ja, also Instrumente, Ideen, Entwürfe, Capacity Building, also es gibt sehr viele Dinge, die in dem Bereich schon entwickelt worden sind, aber solange die lokalen Akteure selbst den Sinn nicht darin sehen, sie zu eigen zu machen für die Entwicklung ihrer jeweiligen Länder, wird das schwierig. Also ich sehe das schwer, dass eine Industrie, auch China, in der Bildung von den jungen Menschen da investiert, obwohl dieser Industrielle nur da ist, um an Gold ranzukommen, das wiederum in China verarbeitet wird, um teurer verkauft zu werden. Also, und deswegen, ja, alle Akteure haben den Sinn jetzt entdeckt. Also wenn man an viele Länder jetzt in Westafrika, ob es Togo, Senegal, Mali, Niger, Burkina Faso und so weiter denkt, haben sie sogar Pläne jetzt entwickelt und sagen eindeutig in solche Entwicklungspläne, dass Bildungs das A und O für die Entwicklung dieser jeweiligen Länder ist. Nur muss man tatsächlich auch agieren, also diese tolle Ideen auch implementieren, damit in der Bildung, in der Modernisierung der Infrastruktur und so weiter investiert wird und sogar in der Wertschöpfungskette. Also das muss meiner Meinung nach nationalisiert oder lokalisiert werden, damit diese jungen Menschen vor Ort auch Arbeitschancen haben, Arbeitsperspektiven haben und das Gefühl haben, dass sie in der Lage sind, in eigenen Ländern auch sich entwickeln zu können. Aber es ist nicht mehr, glaube ich, es ist nicht mehr eine Zukunftsmusik. Es ist jetzt bekannt und ich glaube, in den nächsten Jahren wird intensiver in solche Dinge investiert. Dazu würde ich gerne noch eine direkte Nachfrage nochmal stellen. Du hattest öfters davon gesprochen, dass es wichtig wäre, sich diese eigentlich bekannten Instrumente zu eigen zu machen, gerade auch von den Regierungen. Siehst du Potenziale, siehst du Spielräume? Sind Haushalte so groß, dass eben auch wirklich investiert werden kann in eine nachhaltige Zukunft? Oder wie siehst du dort die Spielräume? Also in diesen Konstellationen ist ja die Regel, dass einige positiv sind, ja, und optimistisch sind und andere nicht. Ja. Also ich treffe immer wieder Akteure, die mir sagen, nee, keine Chance. Also wenn wir sehen, 80-Jährige, die weiterhin an der Macht klammern, sehen wir kaum Perspektive. Andere sagen, nein, also schau mal zu, wie jung die Bevölkerung ist, wie aktiv sie sind, wie globalisiert sie mittlerweile sogar sind, weil alles, was in der Welt passiert, sehen sie auf ihr Smartphone. Also insofern gibt es solche und solche. Aber ich persönlich sehe einfach die Herausforderungen, die vor Ort sind. Ja? Also diese junge Bevölkerung, die nach Perspektive hungert, ich glaube nicht, dass man die dauerhaft blockieren kann. Also das ist meine Perspektive. Und deswegen bleibe ich auch optimistisch, weil ich denke, solange diese junge Bevölkerung weiterhin aktiv bleibt und sagt, nein, also wir wollen auch unseren Teil vom Kuchen, dann müssten die Regierungen irgendwann eine Antwort darauf geben. Also insofern gehe ich davon aus, dass die Zukunft versprechend ist. Vielen Dank. Jetzt haben wir noch eine Frage von Sabine Kohlmann zum fairen Handel. Das ist eben gerade im Goldbereich
nicht so viel fairen Handel gibt und ob es dazu Ansätze gibt in der Sahelregion, einfach zu versuchen, einen fairen Handel zu etablieren. Das wiederum hängt davon ab, welche Regierungsform man hat, weil so wie ich diese Regierungsform jetzt beschrieben habe, die sich Demokratien nennen lassen, aber von der Bevölkerung wieder geputscht werden, ist die Frage, ob sie tatsächlich eine Demokratie sind, weil Demokratie ja ist nicht nur jeden 50 Jahr Wahlen zu organisieren und dass irgendjemand gewinnt, sondern die Bevölkerungen bei den Entscheidungen mehr oder weniger mitnehmen. Ja, wir wissen ja, das kann ja nicht hundertprozentig funktionieren, aber es ist schon wichtig, die Bevölkerung mitzunehmen. Nur, wir haben das Gefühl, dass wir mit Ländern zu tun haben, deren politische Kultur das noch nicht erlauben. Insofern, selbst wenn internationale Akteure zumindest innerhalb der internationalen Zivilgesellschaft bereit dafür sind, ja, die Länder in diese Richtung zu begleiten, die industriellen Akteure würden nicht unbedingt mitmachen, weil der Profit ist ja höher, um das einfach tun zu lassen. Ja, und deswegen betone ich das nochmal, die lokale, vor allem staatliche Akteure müssen alle diese Instrumente sich zum Eigen machen und gemeinsam mit deren Bevölkerungen aktiv wirken, damit diese internationalen Abkommen, Transparenz und solche Dinge auch tatsächlich durchgeführt und respektiert werden können. Und da sehe ich im Moment nicht unbedingt die Bereitschaft von den staatlichen Akteuren. Vielleicht haben sie auch gebundene Hände, das kann ich jetzt nicht so sagen, weil man kann ja auch nicht immer in den Kulissen der politischen Akteure da gucken, in den Kulissen der wirtschaftlichen Akteure kann man nicht unbedingt gucken. Aber ich habe das Gefühl, dass die Bereitschaft noch nicht vorhanden ist. Nur, ich sehe die junge Bevölkerung an und habe das Gefühl, dass das auf Dauer zu machen, ist willkommen an offene, gewalttätige Konflikte. Da muss man eine Antwort darauf geben. Und deswegen gehe ich davon aus, dass diese Lösungen, die schon existieren, werden langsam mit der Zeit auch befolgt und durchgeführt. Vielen Dank. Ich glaube, ich hatte die Frage ein bisschen anders verstanden. Es gibt ja so im fairen Handel so den Versuch, also zum Beispiel gerade so im Lebensmittelbereich zum Beispiel, dass dann Kleinbäuerinnen zum Beispiel einen fairen Arbeitslohn bekommen oder faire Preise für ihre Produkte. Und gibt es da auch ähnliche Ansätze, dass eben auch Arbeiterinnen zum Beispiel in der Goldförderung angemessen beteiligt werden an den Gewinnen, die mit Gold gemacht werden? Nein. Also es gibt, es gibt Versuche. Die Frage habe ich dann tatsächlich anders verstanden. Es gibt Versuche, die aber noch nicht so systematisch wie in anderen Sektoren zum Beispiel funktionieren. Ja. Aber Bemühungen gibt es ja, zum Beispiel publier ce que vous payez, macht öffentlich, was ihr tatsächlich zahlt. Ja, also das wäre die Übersetzung auf Französisch, die zum Beispiel von einigen Ländern in Afrika, es ist ein Bund von Ländern, die Bodenschätze exportieren, die zusammenwirken, um Transparenz zum Beispiel zu fördern. Also Initiativen gibt es ja, aber sie müssen noch stärker oder intensivisiert werden. Dankeschön. Jetzt kommen wir tatsächlich noch zu bewaffneten AkteurInnen. Und zwar bedankt sich Nils für den Vortrag und möchte wissen, ob
du im Rahmen deiner Arbeit auch mit der UN-Mission MINUSMA Erfahrung und Kontakt hattest. Nein, direkte Kontakt haben wir nicht, weil wir sind nicht in bewaffneten Konflikten unterwegs, weil wir ziviler Friedensdienst eigentlich machen, weil unserer Meinung nach sollen Konflikte durch Dialog gelöst werden, nicht unbedingt durch Waffen. Also insofern sind wir nicht mit diesen Akteuren unterwegs, obwohl wir Aktivitäten durchgeführt haben oder durchführen, die den Fokus auf Dialog haben, aber tatsächlich auch mit diesen Akteuren verhandeln, um Frieden wieder herzustellen. Aber direkt mit diesen Akteuren, die mit Waffen unterwegs sind, haben wir nicht direkt zu tun. Genau. Jetzt hast du sogar schon einen Teilaspekt der nächsten Frage beantwortet. Christina Seger möchte wissen, ob es auch bewaffnete Akteure eben in diesem Goldsektor gibt, beziehungsweise ob die davon profitieren und ob sie ihre Interessen auch mit Gewalt durchsetzen können. Und wenn ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen der Aspekt, auf den du schon eingegangen bist, wie IRENE oder das ZFD-Programm damit umgeht, wenn eben bewaffnete Akteure beteiligt sind. Ja, also teilweise habe ich die Frage schon beantwortet. Wir haben zum Beispiel einige Ecken in Niger, wo bewaffnete Akteure zum Beispiel oft zu diesen Gebieten kommen und Anschläge verüben. Aber es sind Akteure, oder sogar in Burkina Faso gab es einmal, dass ein Bus von Mitarbeitern eine industriellen Minen attackiert wurden, wo viele Menschen umgebracht worden sind. Also es gibt immer wieder diese bewaffneten Akteure auch, die solche Anschläge ausüben, um halt an Gold und an gewisse Bodenschätze auch reinzukommen oder Reichtum reinzukommen. Allerdings arbeiten wir nicht direkt mit diesen bewaffneten Gruppen. Nur immer wieder kommt es vor, dass einige solcher Akteure, die offen für Dialog sind, dann als Zielgruppe von uns auch wahrgenommen werden. Aber aktiv haben wir nicht damit zu tun. Weil wir einfach als Philosophie glauben, dass man Konflikte mit Dialog lösen muss oder soll. Ja, jetzt machen wir nochmal einen Sprung zurück, wo es nochmal um die Möglichkeit von Staaten geht, eben auch zu investieren. Und das ist nochmal eine Frage von Anne Dore, die vorher auch schon gefragt hatte, also den Hinweis gegeben hatte, dass ja dass eben auch Teil des Ressourcenfluchs ist, dass einfach Investitionen nicht getätigt werden. Und sie fragt, inwieweit der Staat eben auch jetzt durch Steuereinnahmen profitieren kann aus dem Goldexport und ob dadurch dann Investitionen möglich wären in Bildung. Und eine zweite Frage, inwieweit Korruption da auch eine Rolle spielt oder auch verhindert. Ja, also das richtige Wort ist am Ende gefallen. Natürlich gibt es gesetzliche Instrumente, die eigentlich diese Länder erlauben soll, Steuereinnahmen zu kommen. Also ich hatte im Vortrag von 85 auf 15%, also zentrale Stadt, Orte, wo Gold gefördert wird, gegeben. Und es gibt sogar gesetzlich, also wenn es um Mali jetzt geht, verordnet, dass ein Bankaccount, also ein Konto bei einer Bank
existiert, wo dann diese Gelder, also diese 15% dahin gezahlt werden, die wiederum dann für die Entwicklung dieser Gemeinden oder die Reausturierung der Böden, die durch Goldförderung kaputt gemacht worden sind, wieder zu restaurieren. Nur durch die Korruption und durch, ich weiß es nicht, ob man von Bad Governance reden soll, aber durch Mangel an Transparenz passiert das oft, dass diese Gelder nicht reinvestiert werden oder einfach in eigenen Taschen verschwinden. Und die Justiz, das ist auch einer der Gründe, warum die Bevölkerung neulich wieder in Mali auf den Straßen waren, dass es wieder zu diesem Putsch geführt hat. Die Justiz selbst auch ist teilweise als korrupt behandelt, sodass die Spielräume sind so eng, um tatsächlich an diesen Geldern, die eigentlich für die Entwicklung der Länder also benutzt werden sollen, ranzukommen. Ja, also das ist grob eine Beschreibung, um zu signalisieren, dass es noch in Sache Verwaltung, in Sache Governance noch gewisse Dinge zu tun werden müssen, damit es besser, transparenter, anders läuft, partizipativer auch. Vielen Dank. Wir haben jetzt im Chat noch zwei Hinweise zu Fairtrade Gold. Das Beispiel, dass es faire Trauringe gibt und auch nochmal ein Hinweis auf eine Homepage, wo es um Fairtrade Gold geht. Genau, wenn Sie und ihr da noch mehr Interesse habt, könnt ihr einfach diesem Link mal noch folgen und genau, euch weiter informieren. Ja, Emanuel Noglu, vielen herzlichen Dank für deinen Vortrag, für das Gespräch und ja, für die vielen Einblicke in den Goldabbau in Mali und in der Sahelregion insgesamt und was damit für Konflikte auch verbunden sind. Ich glaube, wir holen Jamin jetzt gerade nochmal ins Boot. Ja, vielen Dank auch bei euch beiden und auch Emanuel, du hast auch ganz interessanten Vortrag und die ganzen Fragen, die interessant auch von die unserer Leute, die gefragt, ganz auch interessant und machen auch viele Fragezeichen danach und weiter. Es gibt auch die Fragen, die man wahrscheinlich nie wollte, das fragen, dass, weil keine klare Antwort das bekommt. Die Sachen kann man wahrscheinlich nachher folgen. Vielen Dank an euch, vielen Dank für eure Teilnahme, für eure Zeit und ich werde sagen, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr uns schreiben mit weiteren Themen und wir können auch gerne mit zusammenarbeiten. Vielen Dank an euch und guten Abend.